Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mr. Malfein und heute zeige ich euch etwas aus meiner Star Wars Sammlung. Dieses Mal geht es um die Evolution Sets, die in den Jahren 2005 bis 2009 herauskamen. Es gab später noch weitere Evolution Sets, die allerdings anders aufgebaut waren und zum Teil extreme Exklusive waren. Zum Beispiel kleiner Anakin Skywalker und daneben Darth Vader. Die lasse ich außen vor und kümmere mich nur um diese sogenannten 3-Packs. Das erste Pack, das ich euch zeige, handelt von den Sith. Im Jahre 2005 zu Revenge of the Sith, nachdem die komplette Saga sozusagen abgeschlossen war und alle Charaktere sozusagen bekannt waren, gab es die ersten drei Sets, unter anderem auch dieses hier, der über die Sith, hier Evolutions der Sith. Beinhaltet Darth Maul, Count Dooku von Episode 2, Darth Maul natürlich von 1 und Emperor Palpatine als Obersith, Episode 3. Die Packungen der ersten Figuren waren so aufgebaut. Sichtfenster der drei Figuren. Diese Lasche konnte nach oben geklappt werden und erzählte oben etwas über die Geschichte der Sith. Natürlich mittlerweile alles Legends und nicht unbedingt mehr Kanon. Unten drunter ein weiteres Sichtfenster mit den Zusatzbehörden der Figuren. Kurz zur Rückseite. Hier noch eine Übersicht der anderen zwei Sets, die hier 2005 erschienen. Und hier eigentlich wunderbar in Szene gesetzt, die Actionfiguren auf dieser Fotografie. Also ein bisschen ein Diorama im Hintergrund und die Figuren sehr schön belichtet, dunkel, düster gehalten. Ja. Die Packung selber kann man wieder verwenden und man zieht sie einfach hier an der Seite auf. Kann dann die Figuren entnehmen. Zeige ich euch mal. So, ich habe hier mal die erste Figur entnommen. Und zwar handelt es sich hier um Episode 1 Darth Maul, der hier wirklich mit einem hämisch bösen Gesichtsausdruck dargestellt wird. Sein Doppelklingen-Lichtschwert von der Beweglichkeit in 2005er Figuren ähnlich angepasst. Aber noch nicht so perfekt wie die Vintage Collection Figuren bzw. Legacy Collection. Naja, egal. Auf jeden Fall sehr viele Bewegungspunkte. Die Arme, die Ellbogen, die Hände nochmal selber separat. Ne? Also Fußgelenke eigentlich schon toll beweglich. Er hat hier einen Stoffumhang noch unter seiner Scherbe und macht dann die Bewegungsfreiheit doch schon ein bisschen besser. Von den Tattoos her einigermaßen gut getroffen, finde ich. Die Hörner, ja, sind ein bisschen rot übermalt, aber gut. Als weiteres Zubehör neben dem Lichtschwert, welches hier nicht geteilt werden kann, leider, hat er im Zubak eine Robe, die recht steif ist, aber einfach über den Kopf gezogen werden kann und durch die Bewegungsfreiheit einigermaßen angepasst werden kann. Zwar etwas steif, aber ja, so ein Hinstellen, dioramenmäßig geht schon. Des Weiteren war auch noch ihr sein Fernglas dabei, welches er auf Tatooine benutzt. Und man kann es auch in die Hände stecken. Irgendwie.
Des Weiteren beigepackt war auch noch so ein kleiner Probe-Droid, der auf einen Standfuß mitgeliefert wird. Ich suche den Anakin, ich suche ihn, Jedi. Der zweite Sith, der Bösewicht aus Episode 2, hier Count Dooku oder Darth Tyrannus, der von legendären Christopher Lee verkörpert wurde, der auch hier einigermaßen gut vom Gesicht getroffen ist. Das ist die mittlere Figur, also die zweite. Der Umhang ist aus Stoff, ein bisschen hier an den Seiten angenäht und ja, gut, ist Geschmackssache. Da sind diese festen Umhänge schon wieder ein bisschen fürs Dioramenbauen ein bisschen besser. Auch die Beweglichkeit hier bei dieser Figur sehr gut. Und das Cape ist natürlich hier abnehmbar. Jetzt müssen wir mal kurz runter. Hier, das da unten aus Stoff, das ist auch Geschmackssache. Also hier eine stärkere, festere Plastikrobe hätte es auch getan, finde ich, aber okay. Das ist ein Lichtschwert, ein individuell gebogenes Lichtschwert, auch hier zweifarbig, sehr gut getroffen. Klinge ist nicht abnehmbar oder einzeln dabei gewesen, wie bei anderen Figuren, aber ist ja egal. Bei diesem Count Dooku war als Zusatz diese Sith-Blitz-Hände dabei. Glaube ich zumindest, dass wir ihn sind, oder? Probieren wir es mal. Ja, also man kann die Hand abnehmen und diese hier hineinstecken. Ebenso wie diese. Und so in die volle, geballte Ladung Sith-Blitze auf die Jedi abfeuern lassen. Kurz nochmal zum Cape. Also Mühe haben sie sich schon gemacht und das Cape hier ist nämlich aus zwei verschiedenen Stoffen zusammengenäht und hier oben mit einer silbernen Kette, sollt ihr darstellen, verbunden. So, und wer die Szene nachstellen will in Episode 3, in der Anakin Count Dooku beide Hände abschlägt, kann dies mit dieser Figur natürlich auch machen. Der Kopf ist auch abnehmbar, aber gut, man kann ja, muss ja nicht alle Szenen nachstellen. Und die letzte Figur aus Episode 3 zeigt hier unseren allseits beliebten Kanzler, Imperator Palpatine, der allerdings ja zwar grimmig reinschaut, aber vermutlich wegen dieser Stoffrobe, die ein bisschen mit der Kapuze ja ein bisschen seltsam anmutet. Der Stoffumhang selber sieht etwas zu lang aus. Ja, gut. Aber hier die Finger auch recht dreckig gehalten von den Sith-Blitzen. Oder der Stoff hat abgefärbt. Irgendeins von diesen beiden, so ähnlich wie hier oben. Als Zubehör hat er hier sein wirklich wunderschön gestaltetes Lichtschwert. Und seinen späteren Gehstock für die weiteren Episoden des alten gebrechlichen Imperator. Na gut. Also mich persönlich stört ein bisschen diese Stoffrobe, aber na gut, man kann nicht alles haben. Das zweite Evolution Bag ist Anakin Skywalker to Darth Vader. Es gab irgendwann später nochmal ein Set, ein Exklusiv von irgendwo, ich weiß auch nicht, welche Jahre es genau waren. Auf jeden Fall waren ebenfalls diese drei Figuren inklusive einer jungen Anakin Skywalker als Jedi-Padawan darin. Aber das bloß nebenbei. Wir sehen hier Anakin Skywalker von Episode 2.
Anakin von Episode 3 und hier Darth Vader. Anakin, Jedi Hero, Clone Wars Commander und Evil Sith Lord. Auch hier wieder konnte es nach oben geklappt werden. Und hier unten sieht man etwas noch Zubehör. Und hier oben noch dann etwas zu den Charakteren. Wer es lesen will, kann gerne auf Pause drücken. Und ja. Die Rückseite zeigt hier neben den anderen noch erhältlichen Sets wieder hier die wunderbar in Szene gesetzten Fotografien der Figuren. Düster gehaltene Beleuchtung, finde ich klasse. Sehen wir hier Anakin von Episode 2, der auch hier wieder wunderbar herausgearbeitet wurde, von den Bewegungsartikulationspunkten hier voll beweglich. Auch hier stört dieses Stoffverhältnis nicht, hier mit Leder ähnlichem Material die obere Robe. Also finde ich schon klasse dargestellt. Des Weiteren, als Zubehör, gab es hier diese Kette, die auf Geonosis Anakin gefangen gehalten hatte. Kann man hier natürlich dann rummachen und ihn abführen lassen. So rum, Katz. Weiches Material. Ungefähr, ja. Des Weiteren ein Lichtschwertgriff von Lichtschwert von Anakin und ein zweiter identischer, die beide oben ein Loch haben und so die mitgelieferte separate Klinge, die hineingesteckt werden kann. Aufpassen, dass es nicht abbricht. Bisschen schief, okay, aber ist halt jetzt so. Des Weiteren kann man auch, sieht man hier diese Nase und hier diese Nut. Und man kann den Lichtschwertgriff hier bequem einhängen. Des Weiteren kann man auch hier die Hand herausnehmen, nachdem sie ihn abgeschlagen wurde natürlich. Und es wurde auch eine separate kybernetische Prothese mitgeliefert, die hier hineingesteckt werden kann. Na, komm schon. Okay, ist ein bisschen schief. Loch nach weg treffen. Dann kann man hier diese Endszene nachstellen, indem er heiratet. Hier sehen wir Episode 3 Anakin, der mit dem Stoffumhang, ja, meine Meinung zu Stoffumhänge ein bisschen groß ist. Dafür schaut die Kapuze ein bisschen besser wie bei Imperator Palpatine aus. Na gut, ziehen wir ihn den Stoffumhang mal aus. Und man kann hier die Bewegungspunkte sehen, die an den Achseln, ja, zur damaligen Zeit so waren, beziehungsweise bei einigen Figuren zur Episode 3. Hier die Ellenbeugen, Kniegelenke. Man sieht hier seine kybernetische Hand. Und hier oben leicht, ganz leicht angedeutet, die Narbe. Man sieht hier, es ist ein Anakin und noch kein Darth Vader, also die Sith-Augen. Upsala, Entschuldigung. Die Sith-Augen sind hier nicht dabei. Hier wieder die Kombination zwischen Stoff und Plastikumhang. Wieder gut getroffen. Auch hier kann man den Lichtschwertgriff bequem anbringen. Und das Lichtschwert bei ihm auch benutzen. Hierbei muss man natürlich die Figuren separat
aufstellen ohne Lichtschwert, eine dann, aber okay. Kann ja die Lichtschwertgriffe austauschen. Das weitere Feature bei dieser Figur war diese mitgelieferte Hand mit dem Handschuh. Da hier der Handschuh ja komplett weg ist. Und am besten ist, man nimmt hier diesen Arm heraus und steckt hier oben den anderen Arm hinein. Und hier die letzte Figur, Darth Vader. Bei der passt das Verhältnis wieder ein bisschen besser mit dem Stoffcape und der Figur. Upsala, jetzt habe ich es verraten. Von den Bewegungen her wunderbar. Von der Ausarbeitung her, ja, ein bisschen besser hätte sein können, aber okay. Darth Vader mit seinem typischen Lichtschwert mitgeliefert, das man nicht auseinanderbauen kann. Und hier in diese Hand passt es fast nicht, aber in die andere. Das weitere Feature bei dieser Figur ist natürlich der abnehmbare Helm. Und man sieht hier das Gesicht von Anakin Skywalker. Das finde ich jetzt halt sehr schön, dass man nicht einfach eine Darth Vader Figur genommen hat, sondern die mit dem abnehmbaren Helm. Auch sind hier die Narben ganz gut getroffen, Fleischwunden. Man hat auch hier die Augenbrauen weggelassen. Und der Helm. Und der Helm ein Teil. Bei späteren Figuren konnte man sogar dann die Gesichtsmaske separat abnehmen und das Atemgerät. Ja. Das dritte und letzte Set von 2005 zeigt hier die Evolutions der Clone Trooper to Stormtrooper. Bevor dieses Set sogar rauskam, habe ich mir auch gedacht, ach, das wäre klasse, wenn es so eine Gegenüberstellung gäbe. Habe meine Figuren damals auch so aufgestellt. Ja. Zu dieser Variante, beziehungsweise zu diesem Set gab es noch eine Variation, und zwar mit sauberen Troopern. Das hatte ich auch, allerdings ausgepackt. Dieses Set hatte ich dann eingepackt gelassen, aber wir werden es trotzdem mal kurz aufmachen. Man sieht hier Clone Trooper Phase 1 aus Episode 2, den Clone Trooper der Phase 2 aus Episode 3 und hier die Stormtrooper, beziehungsweise in diesem Fall ein Sand Trooper. Auch hier wieder die Klappvorrichtung mit den Zubehörteilen und hier eine Geschichte zu den Charakteren. Wie gesagt, wer es lesen will und übersetzen, der kann es gerne mal auf Pause drücken. Auch die Rückseite hier wieder. Wunderschöne Fotografie. Und die anderen beiden Teile, die ich schon gezeigt hatte. Dieser gelbe Clone Trooper ist von der Farbgebung her, bevor sie irgendein Bataillon zugeteilt wurden, also in Episode 3 hatten sie ja verschiedene Farben, je nachdem bei welchem Bataillon General sie waren, gab es nur drei Farben. Hier die gelbe zum Beispiel war der Clone Commander. Es gab ja dann noch die roten und die grünen und die blauen, die jeweils dann eine andere Funktion hatten. Und die Glänzer natürlich ganz in weiß. Hier wurde das Battle Damage bzw. die Weathering Spuren aufgemalt und aufgedruckt. Finde ich persönlich sehr schön, die Kampfspuren. Hier unten die vom Staub von Geonosis. Der Helm ist aus einem weichen Material und kann abgenommen werden. Und zeigt hier das typische Gesicht der Clone Trooper, die damals bei so ziemlich jeder Figur gewesen sind. Die Commander-Bezeichnung sieht man auch hier unter anderem an diesen vier gelben Punkten auf der Brust.
Na gut. Der Helm selber hat hier hinten noch einen, ist von der Aussparung hier ein bisschen kürzer gehalten wie die normalen. Dieses Ruder, Panel, keine Ahnung, was das sein soll. Auf jeden Fall hat es hier hinten noch einen roten Punkt. Was ich persönlich auch sehr schön finde. Als Beipack war ein zweiter Helm dabei, der ebenfalls in Gelb gehalten den Piloten kennzeichnet. Man sieht es hier an der Atemmaske, also auch ein weiches Material. Hier das Zeichen der Republik. Und so kann man aus dem Commander einen Piloten machen. Als Waffen waren seine Standardblaster dabei. Hier Standard Clone Trooper Blaster und das Gewehr, also das Rival Gewehr. Weiß jetzt nicht die genaue Bezeichnung, aber egal. Der Episode 3 Clone Trooper, der ein bisschen an Commander Play angelehnt ist, ein Arc Trooper hier Rüstung, war auch natürlich voll beweglich und auch einen abnehmbaren Helm und auch das Standardgesicht wieder drunter. Auch hier wieder die Weathering Spuren, Battle Damage Spuren. Die Commander Platte hier, die man natürlich dann auch abnehmen kann, wenn man den Kopf abnimmt. Der Rock ist aus einem sehr festen Material und kann nicht separat abgenommen werden, ohne die Figur hier zu zerstören. Bei anderen Figuren war hier hinten ein Knopf drunter, den konnte man aufmachen und den Rock abnehmen und so einen normalen Clone Trooper drunter machen. Naja, beigepackt waren diese zwei kleinen Blaster, die jeder Arc Trooper hatte. Und die konnten dann auch hier in den Händen natürlich in den Holster gesteckt werden. Tja. Und als letztes kommen wir zum Stormtrooper. Wenn es jetzt wahrscheinlich ein Evolutionsset geben würde, dann würden es auch vier Trooper sein. Dann würde wahrscheinlich der First Order Stormtrooper noch daneben sein. Ich glaube, es gibt sogar welche. Aber habe ich nicht. Na gut, kommen wir hier zu dem Stormtrooper-Kommandanten, Schulterbatteron. Ich weiß jetzt nicht genau die Farbe auswendig, welche zu welchem Rang gehört, aber egal. Hier kann man auch da natürlich den Kopf entnehmen, das hier runter machen, aber ich will jetzt nicht, der Balljoint ist zu groß. Lassen wir mal lieber. Von der Ausrüstung her, Moment, hier war diese Tasche an der Seite und der mitgelieferte Rucksack, der hier angebracht werden kann. Hier natürlich die Sandspuren des Sandtroopers hier an der Rüstung. Und das große Blastergewehr, zweifarbig hier mit dem Gurt, aber alles ein steifes Material, dass es in der Form bleibt. Also man kann es dann hier über die Schulter hängen. Ja. Oder halt dann in zwei Hände geben oder Arme biegen. Oh yeah, die waren so lange in der Packung.
Also auf der einen Seite schön, dass es bewegbar ist, auf der anderen Seite dreht sich alles sehr schnell weg. So, das war's mal wieder für heute. Vielen Dank für eure Geduld. Danke fürs Zuschauen und vielleicht sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Tschüss, macht's gut. So, das waren sie, die drei Packs von 2005.